Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute wollen wir uns mal beschäftigen mit den beiden Begriffen Rücklagen und auf der anderen Seite Rückstellungen. Beide Begriffe gehören in das Rechnungswesen, genauer gesagt in die Bilanz. Und werden sehr oft verwechselt, weil sie ja nun auch sehr, sehr ähnlich klingen. Die ersten vier Buchstaben sind gleich und doch sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge. Rücklagen sind nämlich Gewinnverwendung. Gewinnverwendung bedeutet, dass ich zunächst einmal den Gewinn, in der Bilanzierung spricht man ja vom Jahresüberschuss als Saldo von Ertrag minus Aufwand, also den Jahresüberschuss ermittle und dann die Rücklagen bilde. Rückstellungen sind rein zeitlich viel früher. Rückstellungen gehören zur Gewinnermittlung. Rückstellungen korrespondieren nämlich mit Aufwand. Das heißt immer per Aufwand an Rückstellung. Das heißt, das Ganze ist zeitlich viel früher und wenn man dann den ganzen Aufwand ermittelt hat und aufaddiert hat und die ganzen Erträge ermittelt und aufaddiert hat, dann ermittelt man im Saldo den Jahresüberschuss und dann kann man die Rücklagen bilden. Aber erstmal muss der Gewinn ermittelt werden. Rücklagen sind zweckfrei, während Rückstellungen immer zweckgebunden sind. Das heißt, wir bilden immer eine Rückstellung für einen bestimmten Zweck. Wir bilden Pensionsrückstellungen zum Beispiel. Also es muss immer ein ganz bestimmter Zweck dabei sein, sonst können wir eine Rückstellung nicht bilden, während die Rücklagen zweckfrei sind. Und die Rücklagen gehören zum Eigenkapital, sind Teil des Eigenkapitals, während Rückstellungen fremde Rechte enthalten und damit zum Fremdkapital gehören. Sie unterscheiden sich von den Verbindlichkeiten dadurch, dass Höhe und Zeitpunkt nicht genau feststehen. Aber es ist eine Art Verbindlichkeit und damit gehören die Rückstellungen zum Fremdkapital. Ausführliche Coachings zu vielen betriebswirtschaftlichen Themen, zu juristischen Themen, zum leichteren und schnelleren Prüfungserfolg finden Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.